Willkommen zu einer weiteren Folge Fußballmanager 23 beim 1. FC Köln. Nun wird die Saison abgeschlossen. Das heißt, wir spielen jetzt den kompletten, sagen wir jetzt, Juni durch. Und spielen bis zum 1. Juli, dann ist eh die neue Saison und dann kommt ein neues Video. So, wir haben jetzt einige Spieler verkauft. Die Taktik bleibt wie gehabt, lassen wir so. Mal gucken, ob wir jetzt irgendwas mit den Mitarbeitern machen können. Nein, noch nicht. 6 Millionen geht ja nach Fortuna Düsseldorf. Oder zur Fortuna aus Düsseldorf. Marc Uth geht nach Augsburg. Haben wir da auch noch mal ein bisschen Kohlen gekriegt. So muss das sein und nicht anders. So, mehr würde ich aber jetzt nicht kaufen, weil wir brauchen für die nächste Saison für die Ausbauten, also für den Vereinsgelände. Oh, wir sind einige zurückgekommen. Wer hat sich denn jetzt verbessert? Amateurtrainer, Ricken der Jugendtrainer, Schlumberger Fitnesstrainer, Froschak. Geschäftsführer, Chart, Scout 3, Dello Rosso, Scout 4, Molero, Scout 5, das ist immer gut. Datenbank aktualisiert, müssen wir gleich mal gucken, was es da gibt. Schmitz geht noch zu Fortuna Düsseldorf. Ja, können wir Kohlen. So muss es sein. Mitarbeiter alle auf Lehrgang schicken. Wie viel haben wir noch? 9 Stück. Okay. So. Kameradschkas. Das ist ja gut, Jungs. Burschis. So muss das sein und nicht anders. Gleich kommen die Jugendspieler Ende des Monats. Gucken, ob da jemand dabei ist, der für uns was wäre. Ich glaube es nicht, aber man weiß es ja nicht. Man ist hinterher immer schlauer. Jugendspieler entdeckt, nehmen wir an. Aber wir wollten mal gerade die Scoutliste gucken. Da ist einer dabei, aber der ist offensiv Mittelfeld, den brauchen wir nicht. Den kannst du vergessen, mein Junge. Private Items, wir gehen eine Runde golfen. Wie lange ist es wieder fit? Jugendspieler gucken wir uns gleich an. Mitarbeiter zurück vom Lehrgang, gucken uns der mal an, wer sich da verbessert hat, wenn überhaupt jemand sich verbessert hat. Erstmal den Jugendspieler gucken, Grundmann, Mittelfeldspieler. Gucken wir uns den Kameraden mal an. 3 Sterne, ja, kann man notgedrungen nehmen. So, Länge ist es wieder fit, Datenbank aktualisiert, gucken wir uns gleich an. Erreicht sein Trainingsziel. Ilgner hat sich verbessert, Torwarttrainer, Schäfer auf Mannschaft hat sich verbessert und Almstadt Sportdirektor hat sich verbessert. Das ist immer gut, Jungs. Jetzt haben wir noch 6 Leute, die wir verbessern müssen. Let's go. Wir gucken uns mal die Scoutliste an. Nichts dabei, was für mich interessant wäre. Jungs. Burschis.
Da ist leider nichts bei. Obwohl 0 Euro, Marktwert 0 Euro. Den verpflichten wir mal. Hat kein Interesse mit mir zu reden. Ins Blickfeld nehmen. Ist schon merkwürdig, dass er keinen Marktwert hat. Und die Liste sortieren. Nee, da ist nichts bei. Wer ist der wertvollste Spieler? Yildiz von Juventus Turin. Was bist denn du für einer? Offensives Mittelfeld brauchen wir nicht. Die spielen nicht mit offensiven Mittelfeldspielern. Zurück von Lehrgang. Gucken wir uns die Kameraden mal an. Erstmal müssen wir eine Transfervorbereitung machen. Ukuwiera. Verhandlungsstatus. Nee, nicht Verhandlungsstatus. Transfervorbereitung. Im Blickfeld, mein Freund. Ukuwiera. Wir loben ihn erstmal. So sieht das aus, Junge. Talent in Jugendcamp entdeckt, Hinweis vom Assistenten, Mitarbeiter im Lehrgang. Finkreffer erreicht Trainingsziel, das ist schön für ihn. Datenbank aktualisiert. Also, ja, müssen wir gleich mal gucken. Linker Verteidiger, haben wir den Vertrag gegeben? Nein. Steht jetzt im Vertrag. Entschuldigung, aber ich musste mal niesen. Warum auch immer. Ah, hat schon unterschrieben. Okay. Datenbank aktualisiert. Da gucken wir uns die Datenbank mal an. Scouting. Ist da irgendjemand mit bei? Immer noch der Güler, aber den will ich nicht haben. Jugendscouts. Gucken wir uns die Kameraden mal an. Bolzplatz einrichten, machen wir. Gut. Mitarbeiter. Ja, zwei haben sich verbessert, das ist immer gut. Das ist immer gut, Jungs. Burschis. Wir gehen eine Runde golfen, Dankeschön. Und weiter geht's. Ausbau abgeschlossen, Bauhof. Sehr gut, mein Freund. Dann war es das mit unserer Bautätigkeit für diese Saison. So, Mitarbeiter zurück vom Lehrgang. Das ist immer gut. Und sie haben es immer gesagt. Ja, habe ich schon mal gesagt, so ist das. Wir haben diese Vereinsgelände wie angekündigt verbessert. Disziplin ist unfahrbar, die sind richtig. Medienarbeit zahlt sich aus. Ja, Hinweis vom Assistenten. Interessiert mich aber nicht. Mitarbeiter zurück vom Lehrgang. Wer hat sich verbessert? Co-Trainer 1 und Scout 2. Jugendspieler erreicht ein Trainingsziel, das ist schön für die. Simnika hat sein Trainingsziel erreicht. Zentraler Mittelfeldspieler. Das ist YouTube. Datenbank aktualisiert, müssen wir gleich nochmal gucken. Jonas Hector kommt nicht zum
Der ist back zum Mannschaftsessen. Transfermarkt. Vieira. Probieren wir den nochmal. Ne, hat er keine Bäcker. Transfervorbereitungen kann man nicht machen. Okay. Schade, 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 schade. Gehen wir noch einen Mitarbeiter. Noch zwei Mitarbeiter müssen wir verbessern. Yes, very well, Blech, mein Freund. So, am Freitag beenden wir denn die Saison und dann geht's nächste Woche mit dem ersten weiter. Alles gut, Jungs. So, das war's dann wieder für heute. Ich wünsche euch ein angenehmes Wochenende. Wir sehen uns am Montag wieder zum Beginn der neuen Saison. Bis Montag dann. Ciao, ciao.